Hallo zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir sind im Hafen von Bright Sands und wollen das jetzt in dieser Folge hoffentlich ein wenig weiter aufbauen. Doch es gibt auch noch ein bisschen was anderes zu erledigen, denn wir haben jemanden noch nicht so von der Karte vertrieben, wie ich es haben wollte. Denn solange hier noch ein Wirtschaftspunkt existiert, ist George Smith nicht von der Karte verbannt. Und das möchte ich erzielen. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht gesagt. Und zwar haben wir hier kein Schiff von ihm. Jemanden, der das Deck hier haben wir Eigentum von George Smith. Das kann nicht sein. Hier haben wir... Oh, ich hasse sie nicht. Ich mag sie nur. Ein Hafen von George Smith. Hier ist alles in Ordnung, aber Prosperity... Haben wir einen Anteil von George Smith. Was kann man dagegen tun? Richtig. Man zerstört Schiffe, zerstört Kontoren und kauft Anteile zurück. So. Ach du Scheiße. Ich habe eine 45.000 Münzen bei minus 1.600. Ja. Die Schiffe sind immer noch alle... Das glaube ich nicht hier. Das... Fuck, Alter, das glaube ich doch nicht. Meine ganzen Schiffe sind immer noch alle krank hier oder schon wieder. Ich weiß nicht, das verbreitet sich die ganze Zeit hin und her. So, pass auf. Du gehst jetzt nämlich mal auf den kleinen Schoner da. So, was haben wir hier? Das sind nicht George Smiths Schiffe. Hier ist ein Schiff von... Oh, von Leonard. Genau, das wird von der Insel angegriffen. Sind sie und genauso schmutzig. So, das sind aber alles keine Schiffe, das sind alles grün, das kann man so schlecht unterscheiden. Und hier unten hat George Smith auch noch einen Hafen. Ja. Ja, man könnte halt die Anteile nehmen, um Geld zu kriegen, aber ich habe ja meine ganzen Anteile hier schon verkauft, ne? Naja. Naja. Minus 1200 stört mich auch ziemlich. Also, George Smith hat hier auf alle Fälle noch ein paar, ja, Stützpunkte. So, was mich hier richtig aufregt ist... Dass es doch nicht sein kann, verdammt nochmal, dass die Schiffe alle die ganze Zeit krank sind. Ich teile die jetzt einfach noch weiter auf, damit die sich hoffentlich irgendwie mal heilen. In die Takelage. Das kann doch echt nicht sein. Wieso können die sich auf die Entfernung immer anstecken? Guck mal, die sind hier in 4 Minuten erledigt. In 6 Minuten erledigt. So, da gehen wir mal hin. Hä? Na warte, da kommt das mein Flaggschiff. Das wird ja wohl genug Kanonen an Bord haben, um so ein Kontor fix einzunehmen, oder? Kriegst du das hin? Auch wenn du bloß ein einziges Schiff bist? Nein. Nein, kriegt es nicht. Das war eine dumme Idee. Natürlich nicht, das ist ein einzelnes Schiff. Wenn das Flaggschiff schon ein Konto zerstören können würde, dann wäre das Spiel ziemlich unbalanced. Dann könnte man ja am Anfang einfach die Gegner mal schon angreifen. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Klasse, ey. Jetzt muss ich... Hat eine Krankheit nach Prosperity gebracht. Ach nein, ey. So, und ich muss das Schiff jetzt blöderweise auch wieder nach Prosperity zurückbringen. Dann fahr mal wieder zurück, weil ist ja jetzt kaputt. Das gibt's doch nicht. Okay, ich habe das Ding anscheinend ja zu weit hier rangefahren. Ich muss die Schiffe wahrscheinlich einfach noch ein bisschen weiter aufteilen. Du fährst jetzt mal nach hier hinten. Was ist das hier? Wir filzen alle Besucher. Fangzahn. Nee, ich kann kein Schiff kaufen momentan. Ich kann kein Schiff kaufen. So, aber hier kommt ein Auftrag. Geld kann ich gebrauchen. Weise uns den Weg zum Horizont. Abholaufgabe. Wo die Flamme der Freiheit brennt. Verrat es keinem. Na, okay. Holen Sie 0 von 4 Treibgut von da unten. Dann fährst du halt nach da unten. Auch okay, oder? So, ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Oh Mann. Das ist doch unmöglich, Mann. Das ist doch unmöglich. Wie soll ich denn die ganzen Schiffe wieder heile kriegen hier? Die sind alle krank. Die sind alle verseucht. Ja, ganz schön was eingehandelt. 11 Minuten. 9 Minuten. Pflege konnten sich alle so schnell erholen.
4 Minuten. Komm, du fährst noch weiter nach da. Die Epidemie wurde besiegt. Du 4 Minuten fährst weiter nach hier. Du mit 7 Minuten fahr einfach noch weiter nach hier. Komm. So, wie weit ist der jetzt? Der ist bei 5 Minuten. Du fährst jetzt noch weiter nach hier. Ich versuche dir jetzt so weit wie möglich auseinander zu kriegen hier. 11 Minuten, ach du meine Güte. Den Angriff fort oder die Belagerung endet. Ja, dann endet die Belagerung halt. 10 Minuten. Bleib mal erstmal da stehen. Neue Befehle? Oh Gott, ey. Also, ob die sich jemals nochmal heilen, wenn sich so eine ganze Flotte angesteckt hat, stecken die sich halt immer gegenseitig wieder an. Hier in 2 Minuten, der scheint bald geheilt zu sein. Na klasse, ey. So viel zum ich greife den mal an. Was hat das überhaupt für Auswirkungen? Er kann auf Schiff und Häfen in der Nähe übergreifen. Ich lasse die mal erstmal heilen, dann kann ich ihn immer noch kaputt machen. Ja, Pläne schon wieder durchkreuzt. George Smith wird noch ein wenig weiterleben. Hier kann ich aber mal Aufgaben erfüllen. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Geleitschutzaufgabe. Nähern Sie sich mit dem Schiff und machen Sie Geleitschutz. So, das kriege ich hin. Neue Befehle. Fregatte. Du fährst mal bitte einmal dahin und geleitest das Schiff. Ich kann das leider noch nicht zumindest direkt verfolgen lassen. Habe ich echt die ganze Flotte darüber geschickt? Nee, kann nicht sein. Hier oben ist... was macht meine ganze Flotte hier oben? Ach so, die hatte ich zu der Insel geschickt, weil ich die noch nicht erkundet hatte. Ah, so, hier unten haben wir ja keine Inseln weiter. Dann fahrt ihr mal bitte. Oh. Ja, fahrt mal wieder erstmal zurück hier nach Ditchwater. Flotte segelt in Formation. So, hier haben wir ja noch ein paar Schiffe. Ne, da kann ich nichts ausladen, da kann ich auch nichts ausladen. Dann fahrt ihr beide mal bitte wieder zurück an meinen Heimathafen nach Ditchwater. Und ich werde in White Sands hier ein bisschen weiter aufbauen. Ah. Fehlende Renovierungsmittel. Ich brauche Kanonen, um die ganzen Schützenposten wieder aufzustellen. Und das wird auch noch ein bisschen schwierig. Die Dampfschiffwerften kann ich halt noch gar nicht bauen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ist noch gesperrt. Die Dampfschiffwerften. Ich werde es wahrscheinlich... Oh, guck mal, hier fehlen auch Straßen ganz viele, ne? Sind das alles Doppelstraßen hier? Boah. Puh. Jetzt wurde hier nochmal entladen. Pass auf, ich mach mal. Ich weiß ja, dass da dann Dampfschiffwerften waren. Weil die einzigen Löcher, die dann hier bleiben, sind logischerweise Dampfschiffwerften. Das auch. Zack. Und die werde ich versuchen, dann auch da wieder hinzubauen. Erstmal mache ich dann, baue ich dann hier noch ein bisschen, ein paar Straßen. Oh. Damit das Straßennetz erstmal überall wieder intakt ist. Zack, das Leben kommt zack. Einem gar nicht mehr so übel vor. Baugelände blockiert? Warum ist das da denn blockiert? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja, dann ist das so. Hä? Warum kann ich da keine Straße bauen? Komisch. Aber überall anders. Hm. Ist ja echt komisch. So. Dann bringt das halt auch ziemlich wenig irgendwie, das da zu bauen, ne? Das würde ich lassen, so. Da baue ich ja, das waren doch alles so komische Straßen. Warum ist hier zum Beispiel, könnte man da... Ja, ist alles schwierig nachzuvollziehen. Da müsste man jetzt nochmal gucken. Weil das alles ein bisschen komische Straßenverläufe waren, sag ich mal. Das heißt, ein bisschen frei improvisieren muss ich so oder so. Gespeichert. Ich werde also nicht 100% die alten Straßen nehmen. Aber ich werde es so weit wie möglich versuchen. So. So, jetzt muss ich... Das müsste da hoch. Das hier lang. Da kommt aus irgendeinem Grund wieder keine Straße hin. Dann ziehen wir hier noch die Straßen lang. Zack, zack, zack und... Zack. Ja, bis da, ne? Dann haben wir hier sozusagen einmal komplett eine Straße lang. So, warum hier jetzt überall immer Doppelte sind. Ach, das gehört immer noch dazu. Das ist gar keine doppelte Straße.
Das ist gar keine doppelte Straße. Na dann kann doch das hier aber auch weg. So. Und. So. Dann brauche ich doch hier keine doppelte Straße. So. Dann hätten wir die Hafenstraße sozusagen schon mal wieder gelegt. Und dann müsste ich die ganzen anderen Straßen bauen. Ich gehe mal, also ich ziehe das mal kachelmäßig durch. Und versuche dann nachzuvollziehen, wo die Straßen mal lang geführt haben könnten. Das heißt, alle Straßen, die so abgeschnitten sind, werden bestimmt mal zusammengehört haben. Wobei ich das hier dann auch wieder mal nicht nachvollziehen kann. Waren hier Häuser oder waren da keine Häuser? Häuser haben ja eine Grundfläche von zweimal, nee, von drei Feldern nämlich. So, hier waren dementsprechend Häuser, okay. Da waren zum Beispiel Häuser, hier waren Häuser. Aber auch hier zum Beispiel, hier ein Haus und da waren dann dazwischen... Und wie sieht das hier aus? Zack, 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 zack. Ich gehe davon aus, die Straße hier war hier. So, dann würde es nämlich auf beiden Seiten passen. Ja, dann müsste es passen. Achso, warte mal, ich könnte ja auch blueprinten einfach, ne? Dann habe ich hier, guck mal, ich mache einen Blueprint-Modus an. Und dann setze ich hier überall Blueprints und dann seht ihr das nämlich mal. So, so, warum kann ich hier jetzt nichts? Doch, kann ich. Hä? Oh, warte mal, das ist ja auch blöd, ne? Hä, das ist ja auch blöd. Nee, dann muss das ja hier in der Mitte. Weil die haben ja sonst gar keine Anbindung. Das muss dann weg. Okay. Dann muss... Machen wir das hier so. Und der in der Mitte weg. Dann müssten... Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir das hier so lassen oder wollen wir da... Das ist alles so komisch, sehr schlecht nachvollziehbar. Überhaupt in meine Nähe? Minus 4, reg dich mal nicht auf. Hier, das ist alles soweit logisch. Wobei, hier ist auch wieder komisch, warum das nicht aufgeht. Wie sieht das hier aus? Da geht's auf und... Hä? Geht das hier auf? Da geht es auch auf. Also ich denke mal, hier, das lässt sich relativ einfach nachvollziehen. Hier müsste einmal so eine Rundumstraße sozusagen noch gewesen sein. Ich zerquetsche sie wie ein Geschwulst. Drohung Allianz auflösen. Ich werde dir keine 16.000 bezahlen. Meine Fußstapfen sind einfach zu groß für sie. Dann mag das so sein. Ja. Dann ist das halt so. Sind ihre Fußstapfen zu groß für mich? So, dann ziehen wir hier nämlich noch Straßen hin. Dann haben wir hier nämlich noch eine komplett andere Aufteilung, die noch undurchsichtiger wird. Das ist auch überhaupt nicht symmetrisch alles, ne? Das ist überhaupt nicht symmetrisch. Das, was hier ist, ist hier nicht. Ich hätte es ja da genauso gebaut wie da. Das ist komplett überhaupt nicht nachvollziehbar. Das Ding ist, es waren halt auch nicht alles Häuser. Das kommt noch dazu. Ach, Ajemine. Pass mal auf. Ich versuche einfach da draußen. Ich reiß mal die ganzen, zumindest da oben nochmal ab. Ich versuche daraus ein halbwegs symmetrisches Etwas zu machen, okay? Weil die Straßen so beizubehalten ist unmöglich, meiner Meinung nach. Weil du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wo hier was wie war. Aber man kann ja versuchen es irgendwie so. Guck mal, das sind 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier 2, 3, 4, 5, 6. Zack und zack und zack. Dann machen wir hier wieder so ein Teil, wo wir in der Mitte das Ding wegnehmen. Ziehen hier eine Straße lang wieder. Die hier hinten nehmen wir auch nochmal weg.
Dann müssen wir das hier auch wegnehmen. Denn hier müsste dann wieder 3, 4, 5, 6. Zack, zack und zack. Dann kommt hier eine Straße ran, hier eine Straße rum. So, dann haben wir... Wenn ich hier jetzt nur bis da machen würde... Nee, es würde nicht. Das muss ich so ein bisschen ignorieren. Okay, pass auf. Dann machen wir das hier alles weg. Und machen das einfach so weiter. Das heißt, hier nochmal zack, zack, zack. Und 3, 4, 5, 6. Zack, zack und zack. Hier ziehen wir dann die Straßen schön rum und durch. Ja, ich denke, soweit dürfte das mit den Häusern dann sogar reichen, oder? Dann könnte man hier hinten nämlich schön Felder und so bauen. Ja, gar nicht so schlecht, denke ich. Gar nicht so schlecht. So. So. Ich habe das Gefühl, die Straßen sind hier teilweise einfach random reingesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die vorher schon so waren. Geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So, hier ist der zweite Kreis sozusagen. Soweit so klar. Hier kann man das aber auch gut nachvollziehen, ne? Das war verbunden. Hier war das verbunden. So, waren hier Häuser? Ja, da waren definitiv Häuser. Nicht? Was? 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 Okay. Das heißt, wie waren denn die Häuser hier? Na, so oder was? Das ist doch total bescheuert, Leute. Das wäre doch total bescheuert. Nee, das kann nicht sein. Dann eher so und so. Das trifft es dann schon eher. Dann könnte man nämlich, ahaha, genau. Wenn dann eben hier so eine Doppelstraße ist und da so eine Doppelstraße. Hier ist die übrigens nicht ganz durchgezogen, das machen wir mal noch. Dann könnten wir hier einfach auch so eine Doppelstraße machen. Das sieht dann doch schon mal logischer aus. Hier machen wir nämlich so eine Allee dahin. Dahinter machen wir die Allee allerdings nicht weiter, sondern da machen wir nur so eine Doppelstraße, die durch so Wohngebiete durchführt sozusagen. Da noch ein Haus, da ein Haus, da ein Haus und da ein Haus. Das Ganze machen wir hier genauso. Und in die Mitte der Häuser kommen immer Parks, so Innenhof-mäßig sozusagen. So, das Ganze führen wir hier noch ein bisschen weiter. Zack. So. Frage ist wieder, ich glaube, so weit dürfte dann schon reichen. Das ist nämlich genauso auf der Höhe dann auch. Das ist in Ordnung, ja. Ja, genau, das ist in Ordnung. Dann ziehen wir hier erstmal die Straßen noch lang. Darum und darum. Perfekt, perfekt. Passen da, guck mal, hier könnten auch Häuser gewesen sein. Machen wir hier doch einfach auch mal Häuser hin, bis da unten. So. Ich kann mir aber auch wieder nicht vorstellen, weil guck mal, da sind dann keine Zwischenstraßen oder so. Das kann ich mir dann auch irgendwie sehr schlecht vorstellen, weil hier sehen wir dann zum Beispiel noch Zwischenstraßen. Die übrigens, das reiße ich mal hier oben nochmal ab, die übrigens immer hier genau auf Mitte sind. Heißt, das lässt sich teilweise dann doch relativ gut nachvollziehen. Ah, guck mal, hier wäre es nicht auf Mitte. Reißen wir das hier mal komplett ab. Machen das hier einfach auf Mitte. So, hier haben wir übrigens eine Zwischenstraße vergessen. Hier haben wir auch noch eine Zwischenstraße vergessen. So. Okay. Dann haben wir... Ich sollte mich vielleicht auch erstmal darum kümmern, mehr meine Bilanz zu steigern, bevor ich hier großartig weiter auf White Sands baue. Ich habe gerade voll Lust, hier weiterzubauen, ne?
Das Problem ist, ohne Geld kann ich dann nicht viel machen. Das heißt, ich sollte mein Geld erstmal darin investieren, Geld zu kriegen. Ansonsten habe ich sehr schnell ein sehr großes Problem. Auf Ihren Befehl. So, die Clipper stehen hier rum. Hier ist meine Flotte. Ich schicke die mal ein Stück weg hier. Und die Clipper. Clippier. So, zufriedenheitsmäßig ist bei euch aber alles... Brot immer noch. Stimmt. Brot, Bier mittlerweile auch. Oh Gott, nein. Das heißt, ich habe doch hier ein, zwei Inseln. Wild Sands hat bestimmt... Oh, hat kein Getreide sogar. Okay. Habe ich hier irgendwo Getreide drauf? Ja, ich hätte hier Getreide drauf. Ja, das ist meine Paprika-Insel. Der ist schon mal eine Paprika-Insel. Ich habe hier unten eine große Insel. Leider auch keine Getreide. Hier habe ich Getreide drauf. Sehr schön. Die große Insel hier, ehemalige Haupt... Posten von George Smith hat eine große ein großes Getreidevorkommen. Eroberer. Auswirkung. Bauernarbeitskraft. Ah, nice. Okay. Ich würde sagen, ich habe ja gerade zwei Clipper hier zu stehen. Die belade ich mal voll. Waren. Oh. Ja. Ach so. Das Holz wird die ganze Zeit abgeholt immer. Deswegen habe ich so gut wie kein Holz und kein Stein mehr hier. Routen. Ich mach mal das hier von Ditchwater nach White Sands. Mache ich jetzt mal endlich wieder weg. Neue Befehle? Lade das Schiff hier auch mal wieder ab. Weil irgendwann muss dann auch mal gut sein. Ich habe jetzt genug da drüben. So, das Schiff kommt auch gerade wieder. Stellt sich mal bitte damit hin. So, und hier lade ich dann nämlich mal die ganzen Bretter auf. Lade hier mal die ganzen Steine auf. Stahl bräuchte ich ja eigentlich, denke ich, noch nicht. Wenn ich bloß Bier herstellen will, kann ich da drüben auch gleich voll machen. Mache ich einfach eine volle Bierproduktion auf die Insel rauf. Eine Epidemie breitet sich aus. In Ditchwater. Krankenhaus ist in der Nähe. Krankheitswert. Und sie scheinen sein Ausgangspunkt zu sein. Krankenhaus ist in der Nähe. Ich habe hier kein Hospital. Doch, hier. Kommt ihr da hin? Ja, ne? Ja, sind auch schon drei Wagen auf dem Weg. Perfekt. Darf sich nur nicht weiter nach da ausbreiten. Obwohl, es geht voll. Die kommen überall hin, das Hospital. Voll große Reichweite. Cool. Das heißt aber, meine Einnahmen sind nochmal deutlich runtergegangen. Alter, 4000. Ich habe ja hier meine Fregatte zu stehen. Kann ich jetzt bitte... Ach du Scheiße, ich muss das da hinschicken. Ich brauche Aufgaben. Ausnahmsweise brauche ich mal Aufgaben. Habt ihr... Nee, ich will jetzt keine Schiffe kaufen. Ich könnte aber Schiffe verkaufen, ne? Flotte bereit. Ich meine, ich brauche jetzt erstmal nicht mehr so eine große Flotte. Und wenn, dann sollte ich eh auf Schlachtkreuzer gehen, wenn ich die nächste Stufe habe. Pass mal auf, ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Schiffe. Mal gucken, wie das. Die bringen, glaube ich, mega viel. Ich glaube, die bringt 20.000 oder so. Ist aber nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, wie sieht das hier aus? Kann ich schon wieder ein bisschen Holz und so aufladen? Hier ist so gut wie nix. Pass mal auf, ihr beiden. Ich nehme mal sicherheitshalber trotzdem ein bisschen Stahl mit. Ich habe ja genug hier. Ne, ein paar Stahlträger. Ich könnte auch. Ich brauche ja Kanonen dann nehmen wir doch glatt mal hier 50 Kanonen mit. 100 Kanonen meine ich natürlich. So, und die beiden fahren jetzt nämlich mal ganz kurz nochmal rüber nach White Sands. Da laden wir die ganzen Dinger nochmal aus. Die Kanonen. Und nehmen von hier ein bisschen Holz mit, weil ich habe jetzt hier mega viel übertrieben Holz. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Steine mit, aber ich glaube eher Holz. So. Eieiei. Die Schiffe sind schon da, sind alle schon da. So, wie viel... Wie viel kriege ich denn dafür? Ich habe jetzt... Minus, oh Gott. Jetzt muss ich wirklich verkaufen. 50.000! Mehr als bereit. Sehen Sie? Ihre Majestät ist... Dann waren 20.000 für die Fregatte, oder was? Ich habe dem jetzt erstmal 4 Linienschiffe hier verkauft. Das ist ja zum Glück neutraler. Das heißt, macht nichts, wenn ich dem das verkaufe. Der wird die schon, keine Ahnung, in die königliche Flotte geben und gut ist. So.
200.000 habe ich jetzt wieder. Und mehr... Alter! 50.000, das ist ja voll die geile Geldanlage. Wenn die Kanonen, sag ich mal, nicht so enorm aufwendig in der Produktion wären, deswegen sind die wahrscheinlich auch so teuer, weil so ein Linienschiff einfach 30 Kanonen kostet. Aber Alter, 50.000 für so eine... Nett! Nett! Ist in Ordnung. So. Wo ist denn meine Fregatte, mein Flaggschiff? Hä? Hier ist der blöde Punkt. So, ah, meine Fregatte ist, meine Fregatte ist dahin unterwegs, alles cool. So, ich habe erstmal wieder 200.000. Das aber trotzdem, nichts daran ändert, dass natürlich, ich hier ein bisschen mehr verdienen sollte, ne? Das heißt, Bierproduktion und Rumproduktion ankurbeln. Und endlich Pelzmäntel produzieren. Wie sieht's mit den anderen aus? Sind die Arbeiter soweit zufrieden? Die hier hinten haben zu wenig Schule, zu wenig Bildung. Hier geht das eigentlich alles. Wo kann ich denn... Schule. Das ist die Kirche. Das ist die Schule, ne? Okay. Und wenn ich... Moment. Die Schule einfach mal... dahin rücke. Das kann ja schon mal ein bisschen helfen. Ah, hier hinten hilft das aber trotzdem nicht. Dann mache ich die Schule mal dahin. Zack. Ja. Das ist das Oh, immer noch nicht ganz. Dann mache ich die Schule mal dahin. Jetzt könnte es aber hier hinten knapp werden. Ja, jetzt wird es da hinten knapp. Mache ich die Schule dahin. Ich gucke es mir an, mein Lieber. Oh, alles minus. Lektorieren. Zack. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Machen wir das mal wieder in die Mülltonne. Machen das dahin. Veröffentlichen. So, sind wir schon nur bei minus 700. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen zu wenig Schule. Das ist nicht gut, weil die will ich ja upgraden hier unten. Und wenn ich... Die erschüttern mich. Die Varieté dahin packe, das... passt nicht. Der Pöbel ist zufrieden. Varieté dahin. Das dahin, die Schule wieder... Die Epidemie wurde dahin besiegt. Ja, das eine da hinten, das kriegt nicht genug. Wenn ich es dahin schiebe, das eine Haus hier hin. Und da ich die als erstes upgraden will, sind mir die erstmal ein bisschen wichtiger. Das heißt, ich verschiebe die Schule wieder dahin, wo sie eh war, nach da. Dann kriegt definitiv das Haus da unten das auch gut mit. Die schiebe ich dann hier mal einfach wieder rein, wo sie hingehören. Und um bei denen hier hinten, ja, ne? Würde ich sagen, baue ich einfach noch eine Schule ran, oder? Bleibt mir dann ja nichts anderes übrig, als noch eine Schule ranzubauen. So. Achso. Blueprint-Modus erstmal aus. Hier kann ich ja bauen. Zack. Dann haben die hier hinten definitiv auch alle Schule. Blöde ist, das kostet halt... Oh, 50 Unterhalt nur. Da könnte ich fast sogar mehr Geld kriegen dadurch. So, ach, Brot, ja. Brot und Bier möchte ich ja auf der anderen Insel hier bauen. Also lade ich hier erstmal die 100 Kanonen aus und nehme hier nochmal ordentlich Holz mit. Und wenn ich dann schon mal hier bin, kann ich dann nämlich einmal hier... das Reparaturkran, hier die Kanonen alle... Warum kann ich die nicht Kanonenturm? Ach, jetzt fehlt hier Stahl. Aha. Okay. Wenn es nur der Stahl jetzt ist, ist ja in Ordnung. Reparaturkräne stehen jetzt also alle. Geschützstellungen werden aufgebaut. Hier fehlen noch welche. Dann gehe ich doch mal glatt hier rüber. Hier habe ich ja zwei Schoner zu stehen. Einen davon schicke ich mal ganz kurz an den Hafen ran. Lade ein paar Stahlträger auf.
Ja, ich sag mal, 50 sollten erstmal reichen, ne? Und schickt das hier rüber. Und die beiden, die fahren jetzt nämlich zu dieser schönen Insel hier. Zack. Und werden sich da um die Weizenproduktion kümmern, inklusive Bier und Brot. Da baue ich dann sozusagen eine riesige Produktion auf. Ich kann ja in der Zeit schon mal in der neuen Welt gucken. Wie geht es meinen Schiffen? Heile, 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 alle heile. Das ist doch toll. Kriegsschiff meldet sich. Ich hab's geschafft. Alle Schiffe sind wieder heile. Geheilt. Heile. Heile waren sie ja vorher auch schon, aber sie sind nicht mehr krank, sag ich mal so. Du dahin, du kommst aus deiner Ecke da wieder raus, kannst mit dem Schmollen aufhören. Da hinten steht noch eins rum, du kommst auch noch hier vorne wieder. So, jetzt sammeln die Schiffe sich hier erstmal alle. Noch irgendwo welche. Das ist nicht meiner. So, wen haben wir hier? Solange der Mond auf den Treibguck. Fluss herabscheint. So, du sammelst das mal bitte ein, sammelst das mal ein und das mal ein und lieferst das dann bitte an den Klipper. Sicher, dass dir auch niemand gefolgt ist? Die würde Kanonen hier ankaufen. Nee, das ist mir zu wenig für Kanonen. So. Die Welt da draußen ist genauso schrecklich wie die möchte Kinder. Mit ihrem Begleitschutz beginnen, die alte Welt. Da gehen wir ganz kurz mal dahin. Und du sollst dem Schiff folgen. Lass mich doch erstmal umdrehen, mein Guter, bevor du so schnell wegfährst. Bevor du so schnell wegfährst, lass mich erstmal zu dir kommen wieder. So. Du folgst dem. Dann gehe ich nochmal ganz kurz in die neue Welt. So, meine Flotte hat sich zurecht gesammelt. Und jetzt wird hier nochmal ordentlich verbombardiert sozusagen. Ich werde jetzt George Smith aus der neuen Welt auch wieder rausholen. Damit ich da auch endlich meine Ruhe habe. Was ist das denn hier? Ein Schiff unter Beschuss. Was ist das denn? Hallo, 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 folge ihm und nebenbei kannst du doch auf die schießen. Komm schon. Hallo! Du sollst ihm folgen! Wenn du stehen bleibst, bringt das niemandem was. So. Komm schon. Als ob die so schnell sind. Du könntest ja stehen bleiben einfach, ne? Segel setzen! Du könntest ja einfach stehen bleiben, dann könnte ich die auch erwischen. Die sind halt in meinem Feuerradius theoretisch, aber sind halt nicht auf an meiner Breitseite. Auf Kurs halten! Ach, come on! Wenn der so schnell ist, was soll ich denn da machen? Gleich wird er nicht mehr so schnell sein, dann kann ich mir die holen. Aber er verliert immer mehr Leben und umso mehr Leben er verliert, ne? Fregatte beginnt gelandet. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, komm, jetzt mach den noch ein bisschen langsamer. Dann kann ich euch holen. Ja, jetzt ist er schon mal ordentlich langsam hier. Ja, und die sind, denke ich, jetzt auch weit genug im Feuerradius hier. Zack. Ja, sehr schön. Oh, 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 die sind gleich aus meinem Feuerradius raus. Oh, die sind gleich aus meinem Feuerradius raus. Kurz in die andere Richtung drehen. Oh, jetzt habe ich den Wind nicht mehr so gut drin. Ah. Oh! Ha! Das ist ja vorteilhaft, ne? Meine Flotte kommt direkt mal zu Hilfe. Oh Gott. Schaffe ich nicht mehr. Holt den da weg. Los. Schnell. Oh Gott, krieg ich das noch hin? Oh Gott. Alter. Okay, ihr könnt wieder nach da hinten. Du folgst ihm. Ach du Scheiße. Die Hoffnung einer Generation. Das Ding hat nichts mehr. Selbst wenn ich ranzoome, ist da nichts mehr. Normalerweise kommen dann die Pixel erst wieder, weil der Balken größer wird, ne? Der hat wirklich nichts. Nicht mal beim Ranzoomen hat der noch auch nur ein Pixel.
Ach du Scheiße. Das ist von großer 20.000 Schmuggelaufgabe. Geht die Post. Holen Sie von Frachtschiff ab Schokolade. Schiff unter Beschuss. Was? Ach so, ja, hier die sollen ja unter Beschuss sein, das ist ja so geplant. Schmuggelaufgabe kann ich hier mal natürlich mal. Ja, nee, falsch entdeckt wegen. Ich nehme mal ein Linienschiff. Das ist schon besser. Steuermann. Für eine Schmuggelaufgabe, ne? Falls ich entdeckt werden sollte. Wir, hier kommen nochmal Schiffe, dann schaffe ich das definitiv nicht mehr, das nochmal zu verteidigen. Meine Kreditbilanz sieht gerade ganz okay aus. Meine beiden Clipper sind schon hier angekommen. Das ist unglaublich. Die sind so schnell, die Dinger. Die sind mega. So, jetzt hier erstmal ausladen. Der Konto sollte groß genug dafür sein. 250. Jo, kann ich sogar beide direkt ausladen, alle. Passt perfekt mit dem Holz. So. Dann baue ich hier nämlich mal ganz fix. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Insel erobert. Die werde ich auch erobern. Dann gehe ich auf die Weltkarte. Minus 2. Das geht nicht, mein Lieber. Du kannst nicht noch minus. Ich muss zugeben, das war eine ehrenwerte Übernahme. Das Ding hat auch bloß auf ein Schiff drauf geschossen, ne? Hier, guck mal, das meinte ich nämlich. Hier sieht es aus, als wenn es nichts ist, aber wenn man ranzoomt, dann ist halt noch ein bisschen. Und bei dem Geleitschiff, da ist halt wirklich überhaupt nichts mehr. Schiff unter Beschuss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist wegen ihres Scheiterns enttäuscht. Du fährst doch noch. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles in Ordnung. Was willst du denn? Noch fährst du. Ist doch alles cool. Wieso scheitern? Du bist ein bisschen angeditscht. Mehr auch nicht. So, ich würde sagen, mit dieser erfolgreichen Geleitschiff-Mission, ne, würde ich die Folge auch beenden. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich schicke meine Fregatte jetzt erstmal hier wieder schön zurück in meinen Heimathafen nach Ditchwater. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Ich freue mich wie immer auch über jeden Daumen nach oben, über jede Minute, die ihr zugeguckt habt. Und dass ihr natürlich auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin erstmal. Ciao. Tschüss. In your sweet sunshine.